reich zu werden. Ich bleibe, bis ich es geschafft habe. Okay. Mach mal euer Ding da vorne und dance ein bisschen rum. Ich guck mich hier ein bisschen um, ne? Shit! Dachte ich mir schon. Okay. Alles klar. Dann gucken wir weiter. Ich glaube, in diesen Regalen ist nicht wirklich was. Dann haben wir diesen Bereich hier abge... Haben wir nicht. Okay, da ist noch eine Tür, die gucke ich mir gleich an. Kühlschrank. Schwarze Wand. Einfach eine schwarze Wand. Kommen wir nicht rein, okay. Dann gucken wir weiter. Wir haben ja halt so viel noch rumliegen, ne? Oder so viel rumliegen, so viele Wege, die wir noch gehen können gerade, Alter. Um hier ein paar Sachen zu finden. Munitechnisch und so viel auch wahrscheinlich. Als das mit der Künstlerin fertig war, warum ist es denn so leise? Einfach alles antatschen hier. Nein! Wen hält die denn aus, ey? Der auch, Alter. Okay, ich glaube, jetzt habe ich hier alles. Es geht hier so ab. Einfach spielen. Geld mitnehmen. Geh weg! Wo bin ich denn hier, Alter? Ist alles ein wenig... Ja. Okay. Erstmal die Badewanne anmachen. Alles klar. Ich habe hier sonst nichts Besseres zu tun, ne? Genauso wie Waschbecken und Toilette benutzen. Das ist immer etwas, was gut ist. Was man machen kann. Ich nehme jetzt erstmal Antipersonenpatronen, ey. Damit mir die Dinger nicht mehr so auf den Sack gehen. Damit ich die schneller besiege. Aber wir haben hier immer noch eine Tür. Und einen Verkaufsautomaten. Kostet zwar viel, aber Schrott ist immer gut. Ich hab keine Lust, es zu hacken, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warum haben die Entwickler den Sound davon so leise gemacht? Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als ein... Hey! Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum.
Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass er etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Chong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Ja. Ganz deiner Meinung. Ich hätte übrigens sehr wenig Leben gerade. Das war nicht knapp oder so, nein. Was? Achso. Das ist so leise, was der Typ sagt. Warum haben die den Entwickler das denn so leise gemacht? Engines, Skinners. Das geht auf, okay. Okay, den habe ich. Gucken wir mal hier lang. Bisschen Ewe brauche ich nicht. Habe ich noch 9. Das ist... Ich nutze aber auch wenig Ewe, um ehrlich zu sein, ne? Komm, wir haben noch Auto-Hacker übrig. Die können wir erstmal nutzen ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir finden eh die ganze Zeit welche. Was geht hier ab? Zeitung. Erstmal lesen. Ich glaube, eure Küche brennt ab. Irgendwie. Kommt mir zumindest so vor. Einmal kurz nachladen. Das ist der falsche. Da. Da. Dann. Da. Und da oben noch. Ey. Danke. Erstmal wieder alles benutzen. Waschbecken, Toilette, alles. Einfach alles benutzen. Okay, von der anderen Seite kam ich. Hallo, Schrotmuni, nehme ich schön mit. Ich bräuchte nochmal ein paar neue Medi-Packs, würde ich sagen. Das wäre eigentlich schon nice. Würde ich mich drüber freuen. Nein. Okay. Wo ist die? Da. Ich höre wieder ein Big Daddy. Ich möchte diesen Big Daddy aber eigentlich in Ruhe lassen. Und ich brauche ihn nicht besiegen. Er bringt mir prinzipiell nichts mehr. Deswegen können wir ihn gleich eigentlich ignorieren. Jubel. Antipersonen kommen. Antipersonen sind immer gut. Film brauche ich nicht. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen holen könnte, das verstehe, wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Okay, ich komme hier sogar rüber. Okay, 5744 müssen wir uns merken. Was? Du scheißt mich zu? Was ist denn mit ihm los? Wo will er mich denn zukacken? Ich finde sowas nicht nett, andere Leute einfach anzukacken. Keine. Oh!
Warum sieht eure Küche eigentlich aus wie ein Badezimmer? Ich bin schon wieder besoffen. Okay, alles wieder dabei. Alles klar. Gut, hochgehen. Kiste, Typ durchsuchen. Hier wäre eine Little Sister vielleicht, möglicherweise. Wenn hier ein Big Daddy hinkommen würde. Hey, einfach Headshot. Kurz mal nachladen. Kann man ja immer mal machen, ne? Verbandskasten, sehr schön. Den nehme ich immer gern mit. Verbandskasten brauche ich immer. Okay, und jetzt können wir weiter. 5-4-7-7. 5-7-4-4. Ich sehe dich wirklich ungern so, Kleiner. Mensch, ich war bei deiner Geburt dabei, Teufel nochmal. Hattest du schon mal einen Hund, den du einschläfern lassen musstest? Ja, momentan geht mir der Typ immer mehr... Oh, verdammt. Warte, warte. Ich weiß, ich verschwende gerade die Antipersonenpatronen dafür. Aber... Ja, ich weiß nicht, was ich sonst nutzen soll. Normale Muni vom MG könnte ich nutzen, ne? Ja. Jetzt auch egal. Hey, cool. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Du Hexe. Ins Gesicht. Ich bin glücklich. Alles klar. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Ich glaube. Oh, lol. Es ist so leise, was er sagt. Warum ist das denn so leise? Brauche ich einen Schlüssel? Okay. Hey, Big Daddy. Wie geht's? So, was hat er gesagt? 5, 7, 4, 4. Ja, nice. Kann Big Daddy mitkommen? Tschüss, Big Daddy. Okay, wie viel denn? Entschuldigung. Noch eine? Nein, eine Kamera. Wo war die Kamera denn jetzt? Oh. Wo war die Kamera? Da! Lol. Und da oben. Okay, Nummer 1. Hände! Okay. Ne, es war nur die eine. Achso. Ja gut, dann ist es okay.
Oh Gott, Leute. Ich werde diesen Ort vermissen. Rapture war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer waren mir schon immer lieber als dumme. Weißt du, was ich nicht vermissen werde? Diese langsamen diese leisen Audioaufnahmen von diesem Typen. Das werde ich definitiv nicht vermissen. Ich habe gerade... Habe ich nicht eben so einen Automaten gehört? Natürlich ist hier hinter noch echt gut was zu holen. Da muss ich rein, okay. Gucken wir erstmal überall außen rum, komplett. Wisst ihr Bescheid, ne? Wir erkunden ja alles. Warte mal, ne? Waschbecken. Toilette. Es ist so dumm. Aber so witzig. Ich find's echt gut. So, nochmal kurz die andere Seite gucken. Hier gibt's, wie es aussieht, noch mehr zu holen. Au, au, au. Mal kurz. Nee. Ein bisschen Leben verloren, aber ich glaube, das ist okay. Komm, Auto hacken. Solange wir es noch haben, können wir es ja noch nutzen, ne? Äffe spritzen und stickt doch Dings. Brauchen wir alles nicht, okay. Alkohol. Jetzt kommt es nehmen. Oh yeah. Eine Genbank ist das? Okay, die brauche ich nicht. Alter. Ohne Witz. Wenn man diesen Effekt hat, dann fühlt man sich selber besoffen. Oh, besoffen. Oh, oh. Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Okay. Nächste Schade für Finny. Oh. Ja, dann würde ich sagen. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Such jetzt zu Chance-Lavoie in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Oh Gott! Geh weg jetzt! Danke für den Besuch. Alter Vater. Okay. Das war gerade echt. Warum habe ich denn auf einmal auf Eis geweckt? Ach, jetzt habe ich. Aha. Okay. Es wechselt jetzt stetig durch einfach, oder wie? Was du glaubst, du kannst nicht aus. Nee, nee. Einfach ignorieren. Einfach weiter.